Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Turmoil. So, weiter geht's im Programm. So, wir setzen unsere Kampagne fort. Die Musik ist wieder total episch hier. Wir haben 58.000 Dollar. Da sollten wir uns jetzt erstmal was Sinnvolles von kaufen. Ich hatte mir schon mal überlegt, diesen Scanner zu kaufen. Ja, also der Scanner, ich weiß nicht genau, was er macht oder wie er arbeitet, aber 30.000 haben wir übrig, können wir uns leisten. Sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt muss ich mal gucken, was können wir uns denn noch Cooles holen? Was könnten wir denn noch gebrauchen? Ein Bohrer wäre auch nice, aber da fehlt uns ein bisschen Geld für. Wir können ja gucken, wer hier so drin rumsitzt. Falls du Öl verschüttest, ja, das können wir eigentlich annehmen. Und was macht er hier? Ist niedrige Zinsen. Nee, Geld leihen brauchen wir uns nicht, also brauchen wir es nicht nehmen. Ja, dann würde ich sagen, geht es weiter im Programm. Wir gucken mal, was wir hier so an Feldern bekommen. So, wo könnten wir denn was Gutes haben? Also ich würde sagen, auf jeden Fall hier. Das hier ist, denke ich mal, ein sehr gutes Feld. Wir haben hier 49,64. Das war das absolute Beste, was wir hatten. Also dieses Feld ist schon viel wert. Und da sollten wir auf jeden Fall gucken, wie der Preis hier hochschießt. Ja, die hat schon mal was anderes genommen. Wie viel sind wir denn jetzt hier? Wir sind bei 10.000 Dollar. Ist, denke ich mal, noch okay. 10.000. So, jetzt haben alle ihre Grundstücke. 10.000 sollten wir auf jeden Fall... Ja, das sieht gut aus. Für das Feld auf jeden Fall. Für das Feld auf jeden Fall. Ich denke, das wird sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Oder warte mal, können wir im Stall noch was kaufen? Größe könnten wir noch holen. Größere Waggons ziehen, das machen wir noch. Weil es ist ja egal, ob wir jetzt das Geld noch ausgeben. 2000 brauchen wir ja nur, 1000 haben wir jetzt noch. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier richtig Asche machen. Okay, probiere den Scanner aus. Ja, okay, dann probiere ich den mal aus. Verwende mal, um deine Waggons auszurüsten. Ah, okay. Rüste alle... ja, okay. Ah, das war jetzt der Scanner. Cool, jetzt können wir hier direkt Öl drüber setzen. Ja, sauber. Das ist sehr gut. Hier steigt direkt der Preis, da würde ich direkt mal dran gehen. Oh, den kann man größer machen. Boah, da kann man ja richtig was mit aufdecken. Da ist auch was. Sauber. Also der Scanner ist richtig gut. Ah, jetzt hat das aber, glaube ich, sehr viel gekostet, ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel das jetzt gekostet hat. Aber auf jeden Fall... Na, ich habe nicht drauf geachtet. Verdammt. Verdammt. Taste X können wir auch mal drücken. Okay, gedrückt halten. Okay. Gut, dann verkaufen wir erstmal ein bisschen, würde ich sagen, damit wir Geld kriegen. Wie viel kostet denn jetzt das Scannen? Ah, okay. 250 ist aber nicht so viel, oder? Ist 250 viel? Dafür, dass wir richtig viel scannen können, ist 250 eigentlich nicht so viel, oder? Da ist das nächste große Ölfeld. Ich würde sagen, wir gehen auch nur auf zwei Raffinerien hier, zwei so Ölteile. So, ich würde sagen, wir machen hier erstmal ein Silo hin. So. Oder wir können eigentlich hier verkaufen. Ja, wir können eigentlich verkaufen. Oh, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Komm schon, komm schon. Ah, nee, wir haben ja auch glücklicherweise dieses Abkommen da getroffen mit dem netten Herrn. Und, alle abladen, los, ladet ab. Nein, 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 nein. Oh nein, das ganze schöne Öl, das ganze schöne Öl. Ich brauche mehr Pferde, ich brauche viel mehr Pferde. Verdammt, komm schon, Pferde, Pferde, Pferde. Komm schon, ich brauche Geld, ich brauche Geld. Nein, okay, wir müssen hier verkaufen, wir müssen hier verkaufen. Ah, wir brauchen mehr Pferde, wir brauchen mehr Pferde. Nein, das Öl, nein. Los, Geld, Geld, Geld. Rüste alle Waggons auf. Ich glaube, ich weiß nicht, ist das dann für immer ausgerüstet oder nur für die Pferde, die ich jetzt gerade habe? Wenn das natürlich nur für die Pferde jetzt gerade zählt, wäre das natürlich doof. So, wir bauen jetzt erstmal hier Pferde, bis der Arzt kommt. Einfach nur, weil hier der Preis gerade voll gut ist.
und wir weiter scannen können. Würde sagen, hier mal gucken, was da so gibt. Boah, das ist ein riesengroßes Ölfeld. Ja, sauber. Boah, da ist noch mehr. Krass. Okay, da gehen wir mal da dran. Gehen wir mal da dran. Rüsten das hier auf. Boah, da können wir so viel verkaufen. Okay, wir rüsten die mal an. Okay, die sind jetzt, glaube ich, viel besser. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch ein guter. Dann würde ich sagen, machen wir die auch sofort hier. Und das machen wir auf Stufe 3. Und das hier muss auch auf Stufe 3. Weil sonst kann der nicht so gut saugen. So, jetzt müsste hier Öl laufen. Wie verrückt. Und ich würde sagen, wir scannen hier mal noch ein bisschen weiter. Also mit dem Scanner ist echt gut, ja, muss ich sagen. Da ist schon das nächste Ölfeld. Ja, nice. Das mit dem Scanner ist natürlich eine super Sache. Braucht man hier keine Wünschelrutengänger und keine Maulwürfe mehr groß. Oh, da ist noch ein Feld. Alter Verwalter. Mal gucken, was hier noch so ist. Da ist nichts mehr. Und hier unten. Vielleicht ist da ja noch ein Feld, weil für das hier brauchen wir auch noch. Oh nein, nein, nein. Ich verkaufe es. Nein, ich habe das rausgeschleudert, das Zeug. Verdammt. Okay, ich würde sagen, wir machen hier noch zwei Silos hin. Und sparen dann erstmal. Wir haben erstmal. Ja, wir haben gerade mal Mai. Da ist. Oh, da unten ist noch was. Da unten ist noch was. Und da ist auch noch was. Sauber. Sehr gut. Dann würde ich sagen, scannen wir hier weiter. Sehr gut, sehr gut. Okay, hier ist der Preis gerade gut. Jetzt können wir hier eigentlich verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf Maximum Pferde, ja. Ich glaube, 25 ist Maximum, oder? Ja, 25, dann ist Ende. So, hier drüben hätten wir auch noch ein großes Feld. So, das upgraden wir mal alles eben. So, das ist Maximum, okay. So, jetzt hier verkaufen. Schnell, hier verkaufen, hier verkaufen. Los, 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 los. Okay, wir haben schon 12.000. Wir haben auf jeden Fall schon mal das Startkapital und die 10.000 für das Feld raus. Wir sollten weiter scannen, hier würde ich sagen. Weil wir brauchen für den hier... Boah, sauber. Ja, leck mich am Arsch. Alter Verwalter. Wir haben hier ein riesengroßes Ölfeld. Wir haben hier so viel, das ist so nice. Wow, richtig gut. Okay, hier können wir jetzt gerade richtig gut verkaufen. Das ist nice. Das ist nice. Ich würde mal gerade gucken, wie groß das hier ist. Boah, das ist ein riesiges Feld. Ja, Alter. Nice, richtig nice. Okay, wir müssen auf jeden Fall upgraden. Und wir müssen jetzt am besten Gas geben auch. So, jetzt nicht mehr verkaufen. Sobald es unter 80 geht, glaube ich, ist Verkaufen nicht so gut. Unter 80? Nee, unter 80 ist doof. So, und wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, Pferde upgraden. Sollen wir noch einen dritten Turm gerade machen? Hierhin vielleicht. Der hier mit dran geht. Ja, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Okay, die Silos, die werden auch langsam voll. Ich glaube, ich scanne mal hier noch weiter. So. Und auch hier unten noch. Gucken, was hier so ist. Okay, da sind nur Steine. Hier vielleicht die Ecke noch. So, wir müssen irgendwo verkaufen. Die Silos sind voll. Links geht der Preis gerade hoch. Da können wir eigentlich schnell hin und verkaufen, was das Zeug hält. Der Preis steigt. Wir kriegen Geld ohne Ende. Hier versiegt das Öl gerade. Haben wir hier vielleicht noch eine Stelle dazwischen oder so? Eine kleine, die wir noch kurzfristig anzapfen könnten? Oder ist es nur noch die hier? Dann würde ich das noch schnell upgraden. Damit die schnell leer wird. Und, boah, wir müssen rechts verkaufen.
Boah, der Preis, der geht in die Höhe. 1,26. 1,26. Jetzt sinkt er zwar wieder, aber... Boah, wir haben richtig viel Geld gemacht. Das ist der Rekord. Das ist, glaube ich, der Rekord. Und wir sind fertig. Wir haben 53.000. Dann können wir das Land vorzeitig verkaufen und das Level anhalten. Ah, okay, da wäre noch ein kleines Feld gewesen. Aber naja, gut. Ist nicht ganz so schlimm, glaube ich. Wir haben mega viel Kohle gemacht. 56.000. Das ist der Hammer. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit den Pferden machen, ja? Schnelligkeit. Ohne Öl zu verschütten. Pferdengröße. Ja, gute Frage. Ich kann deine Pferde trainieren, damit sie viel schneller laufen können, ohne Öl zu verschütten. Das ist, glaube ich, erstmal eine gute Sache. Was können wir denn noch machen? In der Werkstatt vielleicht? Tiefe brauchen wir nicht. Zellen brauchen wir eigentlich auch nicht. Scannergröße. Hat sich heraus, wie der größte Scanner möglich ist. Für 15.000. Der Scanner war so gut. Den zu upgraden macht auf jeden Fall Sinn. Dann sollten wir mal gucken, wer hier so rumgammelt. Boah, niemals unter 1 Dollar. Boah, das ist nice. Das ist... Warte, das hole ich mir noch nicht. Erstmal holen wir uns jetzt das neue Feld. Landauktion. Boah, das Feld war 62, das war richtig gut. Und ich glaube, dass dieses Feld hier sogar besser ist wie dieses hier. Das könnte so ein 45er sein, ja? Deswegen würde ich mich hier erstmal hinsetzen. In der Hoffnung, das steigt jetzt nicht zu viel. 6.000 ist in Ordnung. Ja, jetzt sind wir bei 10.000 schon wieder. Ja, 10.000 sollten wir eigentlich reinkriegen. Dann würde ich hier noch das Ding kaufen. Dann fällt es nicht unter 1 Dollar. Und dann müssen wir allerdings auch noch eben ein Darlehen holen von 500. Weil sonst haben wir keine 2.000 mehr zum Graben. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt weiter. So, ja, du kannst die Waggons zweimal ausrüsten. Ja, du kannst jetzt einen größeren Scanner benutzen. Ich würde erstmal so zwei Ecken scannen. In der Hoffnung, dass wir was Gutes finden, direkt. Ah, das ist jetzt natürlich... Ah, da, warte mal, da ist was. Da ist was, auf jeden Fall. Dann sollten wir direkt mal drei Waggons holen. Und wir verkaufen dauerhaft links. Es sei denn, rechts steigt der Preis viel höher. Machen wir direkt noch ein Pferd. Ich würde sagen, das upgraden wir. Dann geht es direkt schneller. So, rechts steigt der Preis jetzt, denke ich mal, über 1 Dollar. Deswegen fahren wir dahin. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier was Gutes finden. Okay, der Scanner ist richtig gut. Der ist verdammt richtig gut. Lol. Okay, nice, Leute, nice, richtig nice. Wir kriegen hier richtig Öl gerade. Wir haben hier sofort drei gute Ölfelder. Okay, der Platz schon, wir brauchen auf jeden Fall mehr Waggons. Boah, der Preis, der geht hier 1,52, Leute, 1,52 $. Das ist der Hammer, das ist der absolute Hammer. Und wir brauchen einfach mehr Pferde. Wir können ja direkt ruhig bis aufs Maximum gehen. Weil brauchen tun wir die sowieso. Ob wir die jetzt kaufen oder später. Weil dann haben wir sie wenigstens jetzt schon mal und können hier in Ruhe alles frei machen. So, dann würde ich hier mal vergrößern noch. Boah, der Scanner ist ja jetzt richtig nice. Und den kann man nochmal upgraden. Was soll denn das für ein Riesenteil werden? Das ist ja der Hammer. Dann kann ich ja hier ohne Probleme das ganze Feld aufdecken. Oh, hier ist aber wenig an Öl. Hier ist aber echt wenig an Öl. Jede Menge Stein und wenig Öl. Das ist natürlich, ja. Nicht so cool. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Fuck, warum verkaufe ich denn da? Mann! Fahrt da rüber, ihr Säcke. So. Ja. Ich würde sagen, verbessern auf jeden Fall nochmal. Der Preis ist auf 0,15 Dollar. Das ist ja gar nichts. Okay, warte mal. Da unten sehe ich noch was. Vielleicht ist hier oben aber auch noch was, ja? Nee, sieht nicht so aus.
Vielleicht hier unten? Da muss doch noch was sein. Da muss noch was. Alter, ja, leck mich am Arsch. Lol. Okay, damit können wir auf jeden Fall richtig viel Geld machen. Und hier würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier runter. Würde ich hier noch so eine kleine Ecke scannen wollen, um zu gucken. Ne, da ist nichts mehr. Hier runter würde ich auch mal noch scannen. Ne, da ist auch nichts mehr. Aber das ist natürlich ein richtig gutes Feld hier. Da können wir auf jeden Fall noch Geld mitmachen. Ich würde auch vorsichtshalber schon mal ein Silo hier hinsetzen. Wobei, wir brauchen das ja nicht, wenn wir dauerhaft verkaufen. Ich habe jetzt ernsthaft dieses Feld nicht getroffen. Das gibt's ja gar nicht. So winziges Feld. Mist, wie soll ich denn das da durchkriegen? Ah, Mist. Ah, ich habe es geschafft. Okay. Okay, okay. So, direkt... Oh, da unten kommt noch was. Seht ihr das? Hier unten können wir eigentlich mal freiscannen, um zu gucken, ob wir da überhaupt schon hinkommen. Nee, da kommen wir überhaupt nicht hin. Von der Seite kommen wir aber auch nicht hin. Wir müssen unbedingt einen Bohrer uns besorgen, ja? Rechts ist der Preis gerade wieder phänomenal. Sollten wir auf jeden Fall verkaufen dort. Ich muss mal hier weiter runter gucken. Und hier in die Ecke auch nochmal. Das ist natürlich jetzt die 10.000 Dollar für das Feld. War natürlich jetzt, ja, in der Hoffnung, dass wir noch einiges verdienen werden hier. Weil ansonsten sehe ich da echt schwarz. Jetzt sollten wir hier verkaufen. Ja, wobei, wir haben schon 16.000 jetzt. Aber das Feld, das ist schneller leer, als man gucken kann. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall erweitern. Nach hier. Und müssen das Ganze hier upgraden. Sonst kommt da nicht mehr so viel an. So. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine etwas bessere... Warte, jetzt können wir eigentlich auch hier unten hergehen, oder? Da müssten wir jetzt eigentlich da ankommen, wo wir hinwollen. So, ich mach das mal hier frei. Okay. Ja, das ist jetzt nicht allzu groß, aber besser wie nichts. So. Ja, okay, da ist nichts mehr. Wir machen die Mitte ja auch nochmal frei, um zu gucken. Besser ist das. Nee, da ist auch nichts mehr. Hier unten links vielleicht noch. Das sieht auch schlecht aus. Okay, da kommen wir nicht her. Dann müssen wir das so machen. Dann würde ich das Ganze hier noch updaten direkt. Jetzt müssten wir... Nee, das lassen wir jetzt so laufen. Ja, hier ist... Das ist jetzt auch leer. Okay. Da ist aber nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Das ist alles hier. Sonst... Es würde mich schwer wundern, wenn sich da irgendwo noch so eine kleine Ecke verstecken würde. Wir verkaufen rechts. Da gibt es mehr Geld. Ich hätte vielleicht weniger Pferde kaufen sollen, weil die Pferde sind natürlich jetzt echt überflüssig. Ja. Ich weiß nicht. Könnte sich hier noch Öl verstecken? Nee. Nee, da versteckt sich nichts mehr. Das ist alles, was wir hier haben. Sobald das hier leer ist, ist vorbei. Da ist Ende. Und zwar genau jetzt. Alles versiegt. Wir verkaufen das noch für etwas über einen Dollar. Und dann sind wir mit dem Level auch schon fertig hier. Es gäbe nichts mehr zu holen. Das war, glaube ich, jetzt auch nicht so eine gute Stelle, ne? Okay, wir haben eine ziemlich deftige Strafe bekommen. 29.000. Ich glaube, den Bohrer können wir uns nicht ganz leihen, oder? Ich habe eine Mitteilung zu machen. Ich werde bald als Bürgermeister zurücktreten. Mein Nachfolger wird derjenige mit dem meisten Stadt... was? Stadt... Aktien sein. Ah. Die ich schrittweise bei der neuen Aktienauktion verkaufen werde. Aha, gibt es jetzt Aktienauktion? Inventarauktion. Okay. Ja. Start. Hallo? Hallo? Hallo?
Okay, ich habe jetzt was gekauft hier, ja, aber was? Aber was? Ricardo hält die Aktien. Anteil 1%. Ich habe gerade eine Aktie für 10.000 Dollar gekauft. Ist es sein Ernst? Ich habe eine Aktie für 10.000 Dollar gekauft. Will der mich verarschen? Ich will mal ganz kurz gucken, wie gut war denn das Land? 38 nur, war jetzt nicht so prickelnd. Hier vorne könnte noch ein etwas besseres sein, wobei 37, ja, wird... Ich glaube, ich gehe hier hin, aber das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind wieder am Ende angelangt. Es hat wieder verdammt viel Spaß gemacht, das Spiel ist echt nice, muss ich sagen. Ich habe eine Aktie für 10.000 Dollar gekauft, ja, das war ein ziemlich großer Fail, weil ich einfach nicht gecheckt habe, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss!